Trotz Regen, karibische Nacht im Freibad Siepen. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher ließen sich durch das schlechte Wetter nicht abhalten, hierher zu kommen. Im Eingangsbereich war Schlange stehen angesagt. Die karibische Nacht gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Wir haben ja als Verein das Freibad übernommen im Jahr 2006. Und wir haben jedes Jahr diese karibische Nacht, um auch wichtige Instandhaltungskosten da zu generieren und einzunehmen. Und deswegen haben wir die karibische Nacht gegründet, auch um natürlich hier ein bisschen Spaß in die ganze Sache zu bringen, für unsere Mitglieder da zu sein und auch fürs gesamte Dorf einfach eine schöne Party zu feiern. Das Team vom Freibadverein hatte sich einiges einfallen lassen, um den Aufenthalt im Freibad so angenehm wie möglich zu machen. Etliche Zelte und Überdachungen sorgten für einen trockenen Aufenthalt, sehr zur Freude der Besucher. Also erstmal, sag ich mal, die Ferien zu genießen, weil ich meine, ich habe Urlaub, ich muss arbeiten. Aber mit meiner Familie die Zeit zu verbringen, ist natürlich das Schönste. Und deswegen bin ich hier mit meinen Cousins und meinem Bruder und... Also eine Biermarke ist 0,5 Liter Bier und 0,5 Liter Bier ist ungefähr 1 Euro. Vom Campingplatz. Ja, da waren wir letztes Jahr. Ich bin 12 Jahre auf dem Campingplatz und hab dadurch erfahren. Ganz gut. Das erste Mal, dass ich mal hier bin, weil ich sonst auch in der Gastronomie bin und immer arbeiten musste. Ja, gefällt mir ganz gut. Kann nur noch besser werden. Der Regen hört gleich auch auf. Wie lange wollen wir durchmachen heute hier? Ach, schon noch eine Weile, ne? 2 Uhr wird angepeilt, mal gucken, ob es noch länger geht. Trotz Regen im Moment ist die Stimmung noch ganz schön. Und ich denke mal, die Musik, die wird ja auch noch ein bisschen interessanter. Ne, jetzt ist ja im Moment nur so ein kleines Interview und Gespräche. Aber es wird. Also sie kommt aus dem Sauerland. Ja. Sie kommt aus Köln, aus Herne, Dülmen. Und wir hier aus Haltern. Also, und die haben ihr eigenes Equipment hier. Das haben wir alles mitgemacht, weil da haben wir so richtig Spaß. So. Und die Stimmung so? Bis jetzt absolut gut, auch hier unter uns. Und wir sind natürlich froh, wenn gleich die Hauptattraktion beginnt. Neben DJ Stefan Haferkamp und Kollegen sorgte insbesondere die Band Furumba aus Dortmund für karibische Klänge. Wir haben einiges an kulinarischen Sachen vorbereitet. Wir haben Nackensteaks vom Grill, Hähnchenbrustfilet, wir haben Würstchen, haben Currywurst. Dann gibt es Chilis in Carne, es gibt Nachos. Und natürlich die Bierwagen, also Kaltgetränke, sind auch ausreichend vorhanden. Wir sind vom Leo Club Haltern und wir organisieren ja das jedes Jahr im Rahmen der Karibischen Nacht und wir machen hier immer köstliche Smoothies. Ja, letztes Jahr kam alles hier super an, die Cocktails, alles, also war wirklich immer sehr voll, aber ich schätze, dass es dieses Jahr ähnlich sein wird. Die Musik lockte erste Tänzerinnen auf die Tanzfläche. Auch ein Bierpong-Team hatte sich eingefunden, um diesen Sport vorzustellen. Denn in der kommenden Woche findet bei Mutter Vogel ein Turnier statt. Also beim Bierpong geht es darum, mit den Bällen, die wir hier sehen, die Becher da drüben zu treffen. Es gibt insgesamt 10 Becher und die muss man im Optimalfall dann mit 10 Bällen treffen. Wenn man nicht getroffen hat, wirft der Gegner und das Ganze wechselt immer hin und her, bis alle Becher getroffen wurden. Trotz kühler Witterung gingen einige Besucher und auch Kinder ins Bad. Insgesamt waren ca. 1000 Besucher erwartet.